Gut, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, beziehungsweise in diesem Fall auch tatsächlich mit Video. Herzlich willkommen, Lenny. Ich darf dich Lenny nennen, ne? Ja, klar. Wir haben uns kennengelernt über den Vlog-Kanal und dort warst du ja bei der Doku vom Y-Kollektiv vertreten, weil du einen McDonald's-Hack da gefunden hast und den tatsächlich auch gemeldet hast. Erstmal riesen Dank, dass du einen Kommentar geschrieben hast und danke, dass du es gemeldet hast. Ja. Magst du dich kurz vorstellen? Also, wer bist du? Was machst du so? Ja, ich bin Lenny, ich bin 20, mache jetzt gerade eine Ausbildung als Systemintegrator mit Anwendungsentwicklung, so ein bisschen von beidem. Und ja, bin jetzt bald fertig und dann wäre ich dann fest, also ist dann feste Anstellung geplant. Genau. Bist du direkt im Bereich Security oder bist du eigentlich nicht in dem Bereich? Eigentlich das ist eher so ein Hobby. Also jetzt in der Firma programmiere ich tatsächlich nur, entwickle Software und privat ist eher so mit Hacken beschäftige mich Ja. gerade. Ja. Also in deiner Freizeit sozusagen. Ja, genau. Ist eher Okay. so ein Hobby. Und wie bist du dazu gekommen dann, dass du dich mit Hacken oder Pentesting beschäftigst? Da kann ich auch einfach mal erzählen, so wie ich so darauf gestoßen bin. Das war, da hatte ich ganz früher bei einer Internetseite wollten wir so einen Spam-Bot schreiben. Und da hatten wir gesehen, dass man im Chat CSF nutzen kann. Also zum Beispiel, man schickt jemanden einen Link, der klickt drauf und dann schickt er eine Nachricht. Und so, das war so das erste Mal, dass ich irgendwas so indirekt gefunden hatte. Und das hat mir ziemlich Spaß gemacht, sowas zu finden. Und dann habe ich gleich weitergeschaut, was kann man noch machen. Bin ich auf XSS gestoßen und dann halt noch so ein bisschen bin ich in die Tiefe da gekommen. Und ja, es hat viel Spaß gemacht. Ja, das heißt, du bist eigentlich vorher gar nicht so mit dem Thema Hacken in Berührung gewesen, sondern Genau, eigentlich ja. darüber. Bist du darüber dann noch zur IT gekommen, also dadurch, dass du jetzt eine Ausbildung machst? Nee, das war schon davor. Also ich habe jetzt angefangen vor, ich glaube, 5 Jahren ungefähr, 5, 6 Jahren zu programmieren. Anfangs mit PHP und dann jetzt halt in Java. Und ja, so bin ich durchs Programmieren aufs Hacken gekommen. Also nicht Okay. andersrum oder Ja. genau. Ich glaube, das ist bei den meisten so Ja, tatsächlich. klar. Ja, weil ich habe auch vor meinem Bachelor habe ich eigentlich fast nichts mit Pentesting zu tun gehabt. Also das ist schon, ja, eigentlich meistens eher IT und dann Pentesting, weil es einfach so viel Spaß Ja, macht. ja. Ja. Verdienst du auch was mit dem Pentesting so? Also bei dem McDonald's-Hack, da hast du ja, was hast du da bekommen? Kannst du gerne mal kurz erzählen. Die goldene Karte. Das Problem war, McDonald's hatte kein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, man kann denen nicht böse sein, dass die da halt nichts geben, so, weil man kann ja nicht zu einer Firma gehen und verlangen, dass die da was geben, so, wenn die auch kein Bug-Bounty-Programm haben. Und ansonsten halt bei HackerOne, da habe ich halt Aufträge und ja, genau, da verdient man sich auch so ein bisschen. Das hat man ja auch in Ja. der Reportage gesehen, genau. Genau, richtig. Aber würdest du sagen, es lohnt sich, also quasi Freelancer-Hacker zu sein? Das ist schwer. Also, wenn man talentiert ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da verdienen einige auch, da waren einige, die 100, 200.000 verdienen bei HackerOne. Und, aber die können das auch richtig gut. Also, wenn man das gut kann, dann kann man das auch hauptberuflich, so Freelancer, Ja. das machen, genau. Und du musstest dann wahrscheinlich auch Gewerbe dafür anmelden, weil du jetzt eben auch Pentesting als Freelancer machst, oder? Noch nicht. Also bei HackerOne ist es jetzt meistens so, dass das eine einmalige Leistung ist. Okay. Wenn man jetzt einen Vertrag steht mit einer anderen Firma, dort Lücken findet, dann müsste man schon Gewerbe anmelden. Aber jetzt für einmalige Zahlungen braucht man nicht wirklich ein Gewerbe. Das ist, kann man schon fast sagen, wie beim Lotto. Man gewinnt ja einmal im Lotto und dafür muss man ja auch kein Gewerbe anmelden, wenn man da Geld bekommt. Also Ja. ich meine, kann man so ähnlich vielleicht sehen. So. Ja. Okay, ja. Okay. Und hast du dich dann irgendwie spezialisiert? Also du hast gemeint, du hast jetzt mit CSRFs angefangen und dann Cross-Site-Scripting. Hast du dich dann spezialisiert oder? Ja, hauptsächlich Web-Apps. Bei Spotify hatte ich das so ein bisschen, musste ich in das Programm ein bisschen reinschauen, da hatte ich mit Assembler versucht, da was herauszufinden. Und dann habe ich da auch so eine Remote-Code-Execution-Lücke gefunden. Aber mein Fachgebiet ist eher Web-Entwicklung, Ja, das machen wir nachher noch mit dem Web-Testing. Ja, Spotify-Hack. Also genau. für alle, die zusehen, kommt nachher noch ein bisschen detaillierter. Genau, also das heißt, du bist eigentlich so quasi Pentester auf eigenem Fuß. Ja, Du genau. hast ja auch gesagt, du pentestest auch einfach generell viele Seiten, die du so besuchst. Ja. Ja, machst du das generell wirklich bei jeder Seite? Also wenn die Seite schlecht aussieht, ich schaue dann immer so, ob es überhaupt möglich ist. Also erstmal so, um die Seite so erstmal einzuschätzen. Einfach so mal nebenbei schaut man mal, ob da eine Lücke ist oder nicht. Und aber
Jetzt aktuell eher weniger. Also ich bin jetzt gerade mit Softwareentwicklung viel zu viel beschäftigt und ich habe da kaum Zeit fürs Ja, Handy. klar, kann man verstehen. Das Problem ist natürlich dann auch immer, wenn die Firmen irgendwie keinen Bug-Bounty haben oder sowas, was du ja vorhin auch erwähnt, McDonald's hat da auch keins, dann bewegst du dich ja rechtlich in einem relativ schwierigen Rahmen. Genau, ja. Das ist halt eine Grauzone. Deswegen wurden wir dann auch Grey Hats genannt im Interview, weil das, was wir machen, das ist halt nicht wirklich erlaubt, aber verboten. Also eine Firma könnte uns schon anzeigen, wenn die da jetzt nicht einverstanden wäre und die würde wahrscheinlich auch da recht bekommen. Da muss man schauen, wie man so eine Firma kontaktiert, ob man einen guten Gewissen die anschreibt oder also es kommt halt wirklich auf die Firma drauf an, aber es ist halt wirklich so ein Graubereich. Ja, Kann man also schlecht quasi abschätzen. vorsichtig sagen, hey, sorry, wir haben da was gefunden. Genau. Aber du hast ja auch mehr oder weniger, also im Interview kam ja auch raus, du hast eine gewisse Hacker-Ethik. Ja. Das heißt, du machst es eigentlich eher dazu, dass die Webseiten auch wirklich sicherer werden. Also eigentlich nicht, um jetzt Schaden zuzufügen, sondern Genau, ja. wirklich, um das Ganze zu verbessern. Ja. Wie sieht es dann genau aus? Also was für einen Hintergrund hast du dann? Warum möchtest du das? Also ich versetze mich mal in die Lage von so einem Seitenbetreiber, wenn da halt Leute sind, die sowas ausnutzen und dann halt der Firma schaden, das ist halt schon so ein bisschen blöd und Ja. ich weiß, es ist halt so, ich habe halt eine gute Moral, was das betrifft und ich, ja, sowas auszunutzen, das kann ich nicht. Ja, weil natürlich auch dann viel schief gehen kann, also gerade wenn man auch dann Leuten wirklich die Existenz Genau, ruinieren ja. kann und alles. Ja. Ja. Und es ist halt ziemlich illegal und ich Ja, das kommt noch Will mich da dazu. nicht so, ja genau, ja. Ich will Ja. mich da nicht so im illegalen Bereich aufhalten, genau. Ist halt auch ein schlechter Ruf, wenn man dann als Hacker bekannt ist und das mal mit dem echten Namen in Verbindung kommt, dann wird es halt auch schwer, dann halt seriös rüberzukommen bei anderen und ja. Natürlich. Das heißt, du hast jetzt auch bei Spotify das Ganze so, also um jetzt auf den Spotify-Hack zu kommen, du hast jetzt das Ganze bei Spotify quasi untersucht, aber natürlich nicht ausgenutzt oder sowas und Spotify dann auch informiert, quasi über, Ja, dass da ja. eine Lücke war. Wollen wir vorne anfangen? Also magst du kurz zeigen, was du da gefunden hast? Ja, das kann ich machen. Genau, also das ist halt hier jetzt die Spotify-App. Zuerst erstellt man hier eine Playlist und da drin schreibt man hier den Code rein, der nachher in einer Textdatei oder in einer Batch-Datei stehen soll. In diesem Fall halt und, Kalk und. Das kann man gleich nochmal erklären, warum da Und-Zeichen sind. Genau, dann speichern wir uns jetzt hier gleich hier den Link. Und dann halt, uns zu beweisen, dass es halt auch mit anderen Accounts funktioniert, habe ich jetzt hier meinen zweiten Account genommen und mich einmal umgemeldet. Genau, dann habe ich jetzt hier diese URL eingefügt und dann halt konnte man hier halt Parameter eingeben. Also zum Beispiel, was dem Programm hinzugefügt werden soll, weil das wurde hier halt einfach dem Programm direkt übergeben. Das heißt, man konnte unten, also so ein Minus, Minus, Show Console, das ist ja zum Testen gewesen, und man konnte halt einen Parameter und, Minus, Minus, Log, Minus, File nehmen und dahinter Ja. halt einen Pfad eintragen. Jetzt habe ich zum Testen halt die Festplatte genommen, Ordner Test und dann Windows Update.bat. Also die Dateiendung konnte man auch selber aussuchen. Und genau, dann Heftig. habe ich. Ja. So, dann öffne ich das Ganze einmal. Klick einmal drauf. Das ist dieser Ordner Test. Der ist jetzt gerade leer. Und sobald ich jetzt drauf drücke, öffnet sich Spotify und diese Datei hat sich erstellt. So, und da Krass. drin ist jetzt dieser Log von der Spotify-App. Und da wir jetzt die Playlist geöffnet haben mit dieser Payload drin, steht dieser Titel hier drin, also das kann man hier unten sehen. Da war ich gerade ein bisschen tollpatschig. ja, ich musste da nach oben suchen. Ja, genau. So, Ja. jetzt steht hier der Playlist-Titel und bei Batch ist es jetzt so, dass halt das alles ausgeführt wird. Das sind ganz viele Fehler halt. Und dann kommt er bis hierhin. Dieses Unzeichen sagt sozusagen, wir wollen jetzt einen neuen Befehl ausführen, ignorieren alle Fehler, die davor waren. Führen das aus und dann das Unzeichen, falls hinter noch was steht, dass das auch ignoriert wird und dann wird halt das, was hier zwischen ist, ausgeführt. Ja. Und genau, wenn man halt die Datei jetzt selber öffnet, dann würde sich halt jetzt ein Rechner öffnen. Man könnte halt als, wenn man das ausnutzen will, könnte man das halt in einen Autostartordner tun von Windows, dass halt beim nächsten Systemstart automatisch ausgeführt wird. Ja, Das, natürlich. genau. Und dadurch könntest du quasi einfach Leuten Dateien erstellen, die sie definitiv nicht haben sollten.
Ja, genau. Ja, das wäre ziemlich gefährlich, würde ich mal so behaupten. Ja, also man könnte halt da auch Sachen herunterladen dann. Genau, das, ja. Quasi der berühmte Drive-by-Download. Ja, genau. Ja. Das führt dann natürlich auch dazu, dass eigentlich die Spotify-App, also das Nutzen von dieser App auf dem PC, komplett unsicher ist. Also die kann man ja dann nicht mehr guten Gewissens irgendwie verwenden. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich Ja. nicht. Also das wurde jetzt zwar behoben, aber wer weiß, was es da noch für Lücken gibt. Also, Ja, ja. natürlich. Das wird es aber bei vielen Anwendungen geben. Ja, klar. Jetzt hast du mir geschrieben, du hast das sogar bei Spotify gemeldet. Was ist denn da passiert dann? Den Chatverlauf darf ich wahrscheinlich nicht online zeigen, weil das Klar. wahrscheinlich privat ist. Aber ich habe das gemeldet und die haben dann erstmal mich für 5, 6 Monate ignoriert, haben keine Antwort gegeben. So Und lange. ja, dann habe ich dann das Hacker One Team kontaktiert und die haben gesagt, tut uns leid, wir melden uns an Spotify. Dann haben sie sich an Spotify gewendet und kam wieder, ich glaube, das waren 1, 2 Monate, wieder keine Antwort. Dann habe ich nochmal eine Nachricht geschrieben und dann meinte das Hacker One Team, ja, Spotify wusste davon schon und hat das jetzt behoben. Und das hat halt insgesamt, das hat dann auch nochmal richtig lang gedauert, bis es dann wirklich behoben war. Und Ja. das waren alles zusammen, ich glaube, ein Jahr oder sowas. Und Das ist halt schon dreist. ein Jahr für so eine Lücke und dann auch noch zu sagen, dass sie davon wussten, obwohl sie mich dann halt ein halbes Jahr ignoriert haben, ist halt schon nicht Ja. so ganz glaubwürdig irgendwie, ja. Ja. Das heißt, eigentlich waren sie sogar mit einem Bug-Bounty-Programm auf HackerOne vertreten. Genau, ja. Ich hatte sogar zweimal XSS gemeldet, Reflected XSS, und hatte dafür auch ein bisschen Geld bekommen, aber halt bei dieser kritischeren Lücke habe ich halt, ja, nichts Ja, bekommen. die natürlich dann theoretisch echt was gebracht hätte. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wie funktioniert das? Also theoretisch müsstest du ja irgendeine Garantie von ihnen bekommen, dass sie dich auch wirklich bezahlen, wenn du ihnen was lieferst. Ja, das Das ist gibt's halt so ein leider, bisschen, ja, das ja. gibt's leider nirgendwo so. Man ist ja nicht so unter Vertrag mit denen so wirklich und es steht immer bei, also meistens bei K1 bei solchen Seiten, dass das halt nach deren Ermessen bezahlt und ausgewertet werden kann. Das heißt, wenn die sagen, wussten wir schon, dann ist es so, dann kann man halt nichts dagegen machen und da man ja die Lücke zuerst gibt, bevor man einen Vertrag macht oder das Geld kriegt, ist halt, ja, ist Ist halt halt schwer. das Ja. Problem. Das heißt, du musst dich quasi drauf verlassen. Das ist schon ein Ja, bisschen genau. dreist, weil du hast ja auch Zeit investiert. Also wenn du jetzt davon leben wollen würdest, hättest du quasi deine Zeit umsonst investiert. Das ist eigentlich ziemlich schade. Also ja, hättest du irgendwie einen Vorschlag, wie man das besser machen könnte? So spontan? Das ist tatsächlich ziemlich schwer, weil eine Firma kann ja immer sagen, dass wir davon schon wussten. Ja. Also ich glaube, es ist schon am besten gelöst, so wie es jetzt ist. Also am besten wäre es natürlich, wenn man so eine Pentesting-Firma hat und dann sich an die wendet und dann einen Vertrag richtig macht und vielleicht würde das etwas mehr bringen, aber sonst wird schwer bei sowas, also Ja. was Lückenmelden betrifft, ja. Aber generell, das Konzept von HackerOne findest du eigentlich ganz gut so. Ja. Ja. Ja, gut. Also, ich glaube, arg viel besser kann man es wahrscheinlich so lose auch nicht machen. Aber ich find's schade, dass jemand, der wirklich sich Mühe gegeben hat, so wenig dann auch Respekt von der Seite von der Firma auch wirklich bekommt. Ja, das ist schade, ja. Ja. Aber immerhin, für die anderen Lücken wurdest du ja dann bezahlt. Ja, Immerhin. immerhin, immerhin, ja, immerhin. Ja. Würdest du sagen, dass man so viel findet, also so generell? Das ist schwer. Also die Sachen, die bei HackerOne gelistet sind, da suchen dann natürlich tausende Leute danach, nach Sachen. Jetzt dort eine XSS so wirklich zu finden, so eine normale XSS, ist schon schwer. Also es ist, kann man schon sagen, fast unmöglich, so weil so viele Leute suchen dann nach Lücken und ist vielleicht eher so bei Seiten, die ein bisschen kleiner sind oder neu dazugekommen sind bei HackerOne. Das kann man ja auch sortieren. Da ist es meistens wahrscheinlicher, dass man noch was findet. Aber jetzt bei solchen großen Firmen wie Wie Spotify oder ja, ja. Spotify ist halt schwer, ja. Natürlich. Aber immerhin kann man da was machen. Ja, immerhin, immerhin. Und es sind ja auch nicht alle Firmen, die so blöd Ja. reagieren. Also es war jetzt ja nur so eine Ausnahme, genau. Ja, ah, deswegen konnten wir das jetzt auch zeigen. Also Ja. ansonsten hätten wir das natürlich nicht zeigen können, weil es quasi verschlossen ist. Was auch was Gutes ist. Gut. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall mal. Ja, bitte, bitte. Wenn ihr noch Fragen habt an Lenny, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Er wird da, denke ich mal, hoffentlich hin und wieder mal vorbeigucken. Ja. Und genau, das Ganze findet ihr tatsächlich auch auf Spotify, witzigerweise, Oh. aber natürlich auch auf YouTube. Ja. Alles klar, dann danke ich dir. Ja, bitte. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Jo, okay. Ciao, ciao. Ciao.